Herzlichen Dank nochmal für Ihr Kommen. Ganz besonders möchte ich mich zunächst ganz herzlich bei unserem neuen Generalsekretär Josef Hofenjürgen bedanken, der heute Abend alles gegeben hat, stimmlich und temperamentvoll. Lieber Josef, herzlichen Dank für deinen Beitrag. Jetzt muss ich ein bisschen leiser sagen, weil im letzten Jahr habe ich zum Abschluss gesagt, wenn wir nächstes Jahr zusammenkommen zu dieser Versammlung, freue ich mich ganz besonders darauf, den neuen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, begrüßen zu können. Und deshalb freue ich mich heute schon den ganzen Nachmittag darauf, jetzt zu sagen, herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident, für diese tolle Rede. Und ich sehe, auch wenn aktuell kein Wahlkampf ansteht, hier ist alles schön voll. Und hier habe ich gesehen, eben ging spontan, alle Hochen haben applaudiert. Also nochmal dir, lieber Armin, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Beitrag. Und ganz herzlichen Dank auch dafür, dass er Wort gehalten hat. Letztes Jahr im Vorwahlkampf, ich erinnere mich genau, als wir hinterher dann mit den Fischen unterwegs waren, mit den Heringen und den Salzkartoffeln, dass dann die Ersten sagten, der kann es schaffen. Eben war ja die Frage, damals waren noch nicht alle ganz überzeugt, heute sind alle überzeugt. Aber was wichtig war, vor einem Jahr hat er davon gesprochen, es ist wichtig, dass wir Südwestfalen weiterentwickeln. Es ist wichtig, dass wir Politik für die ländlichen Räume machen. Es ist wichtig, dass wir Politik für unsere Heimat machen. Und was mir ganz besonders wichtig ist, auch heute können wir genau zuhören, dass er nicht vergessen hat, dass auch Südwestfalen ein Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen ist und dass gute Politik für Nordrhein-Westfalen auch gute Politik für Südwestfalen ist. Dafür herzlichen Dank, lieber Armin, dass du das auch ein Jahr nach der Wahl nicht vergessen hast. Wenn man zusammenfasst, was diese neue Landesregierung auszeichnet, dann ist es sicherlich eins, dass man sagt, wir hören zu und man hört den Bürgerinnen und Bürgern zu. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch ein neuer Stil, dass man nicht hingeht und sagt, wir wissen alles besser und wir regieren dieses Land mit einer Funktionärsklique, sondern wir arbeiten gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit denen, die in diesem Land Verantwortung übernehmen. Und dieses gemeinsam im Dialog ist, glaube ich, das wesentliche Erfolgsrezept für diese erfolgreiche Landesregierung. Herzlichen Dank nochmal dafür. Und deshalb, lieber Armin, bin ich ganz sicher, dass du im nächsten Jahr als erfolgreicher Ministerpräsident wieder hier nach Kirchveischede kommen wirst. Und so ein bisschen habe ich auch die Hoffnung, dass wir dann auch wieder eine erfolgreiche Bundesregierung unter Führung der CDU haben. Ich glaube, das wäre gut für unser Land, einmal wenn Nordrhein-Westfalen von der CDU regiert und wenn die Bundesrepublik Deutschland auch von der CDU regiert. Auch das ist gut für unser Land. Von daher hoffen wir, dass nächstes Jahr beides gut zusammenkommt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Abschließend möchte ich dann noch mal allen Beteiligten sehr herzlich danken, den Musikvereinen, den Schützen, die heute Abend alles vorbereitet haben, der Landespartei, dem Kreisverband Olpe. Herzlichen Dank für alles, was vorbereitet worden ist. Und möchte damit abschließen und diese Versammlung, wie wir das bei der CDU üblicherweise machen, beenden, bitte Sie aufzustehen und wir beenden diese Versammlung mit dem Lied der Deutschen. Bitte schön.